Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Little Nightmares. Die Menschen haben geschrien und haben gesagt, Kreis, was ist da los? Hast du schon wieder abgebrochen? Nee, nur teilweise. Ich habe halt im Moment, ich hatte viel zu tun, Leute. Es gab Kindergeburtstag, es war Party, es war einfach too much. Es war einfach too much. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt und Zombies dauert immer so lang, aber Kies ist dann immer so penetrant und so, wie dumm ich bin. Ja, ne, und wie das dann so ist. Wenn er halt weint, dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir zurechtkommen. Okay, hier. Ich erinnere mich an das gefährliche Brett. Oh. Steuerung. At its best. Geht nicht. Ist kaputt, das Spiel. So. Oh nein, ey, warum muss ich eigentlich hier wieder anfangen, Leute? Warum? Warum ist das so? Gut, ich war zurückgesetzt, ich weiß es gar nicht. Nee, aber hier kommen wir easy hoch, ist ja kein Problem. Guck mal hier, ein Springer dran. Und spülen mal das Klo richtig durch hier. Irgendwo schießt es jetzt bei irgendwem, beim dicken Koch oder so. Schießt jetzt ordentlich Wasser aus der Leitung. Guck mal, hier ist das Fusselsieb. Wer baut denn sowas? Ich das hier irgendwie rausziehen? Der Topf, da zuckt, oder? Ja, der rappelt. Nein, nehmen wir mal einen Stuhl mit. Ja. So. Oh. Was denn nu? Ja, dann eben da oben lang. Ich schon dahin gezogen. Frecher Stuhl. Oh. Da ist ein Egel drin. Geht er jetzt in den Abfluss? Geh in den Abfluss, Egel. Abfluss, Egel. 1, 2, 3. Abfluss, Egel. Nein, er ist zu schnell. Ja, doch nicht, das ist ein alter Egel. Ui. Huh. Okay. Eins von oben tropft, von unten klopft. Dann hilft nur eins doppelgehopft. Wenn ich hier drücke. Okay. Ich glaube, hier ist das Gewässer zu flach, als dass Onkel Dude da drin schwimmen kann, oder? Okay, ich glaube, ich verstehe, worauf das hier hinausläuft. Eine Kiste da. Eine Kiste da. Wie gesagt, Leute, tut mir leid, ne? Das könnte durchaus sein, dass bei dem Spiel jetzt immer nur alle 2 Tage eine Folge kommt. Ich weiß nicht, wie ich es im Moment pack. Es ist einfach wieder so viel. Es ist einfach so viel. Und ich muss ja dann auch Bock haben. Das ist ja auch immer noch wichtig. Ich muss ja dann auch einfach ein bisschen Bock haben. Heute hatte ich Bock. So, jetzt nicht ins Wasser fallen, ne? Sonst ist hier Heidi Witzka. Die unsichtbare Gefahr. Was ist das, eine Ratte? Das ist echt eine tote Ratte. Bleh. Eklig. Okay. Nö, warum wird es jetzt dunkel? Jetzt sag nicht, ich muss da wirklich in dieses... Ne, siehst du, bevor ich da irgendwie in dieses eklige... Oh, der sieht ja unangenehm aus. Der sieht ja wirklich unangenehm aus. Kann ich hier vielleicht das Brettel...
Los, heb das Brett auf. Der Junge ist nicht so schlau wie ich. Boah. Okay, was ist das da? Muss ich da rum? Was ist das Hörnchen? Irgendwo blubbert er da. Da guck, da blubbert er. Hier? Magst du eine Dose haben? Ne, Dose mag er nicht, aber Fisch mag er, ne? Komm. Fisch magst du, gell? Ja, Fischi, Fischi. Hol dir mal Fischi, Fischi. Holst du das Fischi, Fischi? Hey, Moment, hol dir den Fisch! Hol dir den, hol dir den, hol dir. Spring einfach rein. Oh nee, da. Oh. Ist das da eine Wärmflasche? Oh nee, ist so ein Brett. Puh, okay, hier oben kann er mir erstmal gar nichts. Kann er wohl doch. Aber hier nicht. Ich meine, ich spüre, wie es zuppelt im Controller, aber... Was macht er da? Was macht er da? Da schwimmt er wieder. Ich habe gerade einmal kurz... Aber da ist auch noch was. Schwimmen hier mehrere? Ne, guck da. Jetzt hat er einen fahren lassen. Come on. Come on, kleiner Mann. Ja. Puh. Oh, eklig. Ich habe nur Angst vor dem, weil der so aussieht. Ich weiß, das ist total oberflächlich. Das macht man eigentlich nicht. Aber der sieht halt wirklich echt nicht so geil aus. Hä? Wat nu? Darüber? Da komm ich im Leben nicht rüber. Warte mal, ich habe eine Taschenlampe. Ich hab doch eine Taschenlampe, Leute. Aha. Steckt das auch noch ein? Ja, ist nicht nett. Geht's hier noch weiter? Nö. Da oben geht's einfach rein. Okay. Ja, ja. Sah von hier aus so wie so ein Netz. Wäre es halt flach. Oh, was ist das? Ein Töpfchen? Betttopf hier? Zieh doch mal. Komm, zieh doch mal richtig. Nee, macht er nicht. Okay, Klopapier. Klopapier ist das beste Verteidigungsmittel. Um zu testen. Wenn er nichts, also wenn keiner Klopapier will, dann kann ja auch nichts drin sein.
Wozu soll das gut sein? Ist auch nix. Da ist die Kurbel. Aber warum war das jetzt notwendig, dass... Achso, weil ich die wahrscheinlich nicht darüber geworfen kriege, hä? Nö. Okay, aber ich habe sie schon mal runtergeworfen. Ich klettere jetzt nur, weil sonst... Au. Ah, okay. Hat gerade noch so... Ui, das brennt aber in den Gelenken. Kurbel? Da. Kurbel? Ach, Kurbel? Einfach hier... Nein! Wie kann ich denn die Wurfweite bestimmen? So. Und jetzt das Köfferschö. Köfferschö kommen. Von der anderen Seite. Okay. Also ich habe schon schlimmere Rätsel in meinem Leben gelöst. In meinem rätselhaften Leben vor allen Dingen. Dafür habe ich die viele offensichtliche einfach vollkommen übersehen. Na komm, jetzt drück doch bitte den Knopf. Lass mich raten, oder muss ich da ganz schnell rüber? Und das geht wahrscheinlich gar nicht. Ernsthaft? Oh Gott. Okay, ich verstehe. Los, quetsch dich mal da rein. Oh. Müsste ja so ungefähr reichen, oder? Vielleicht ein bisschen mittiger. So. Jetzt aber. Au. Kann ich diesen Koffer? So, noch ein bisschen weiter hier hinschieben, ja. Hier gefällt er mir eigentlich so ein bisschen besser. Weil ich nicht so viel hin und her. Ganz sanft über die Wasseroberfläche drücken. So sanft, wie der Morgentau den Lotus küsst. Sind das meine Finger? Okay. Hören wir an dieser Stelle auf zu... Trippen. Yes! Zack, da sind wir drin. Guck mal, da sind wir drin. Da sind wir drin im Loch und wir klettern fein. Denn klettern, das muss sein. Nö, er hockt da auf dem Sessel und chillt und jetzt ist er wieder da, oder was? Ja. Boah, die geht sogar kaputt. Ich glaube es nicht. Er saugt an der Boje. Weiß ich halt nur nicht, warum schwinge ich denn so
kreisförmig. Aber guck mal, er kam ja auch gerade aus dem Wasser raus. Warum kommt er denn jetzt nicht aus dem Wasser raus? Und was ist das? Ich muss das hier irgendwie mit Wasser füllen oder so. Nix. Er trinkt aber auch irgendwie nie richtig. Also er zieht ihn nicht runter. Da ist irgendwas mit der Animation schiefgelaufen, glaube ich. Guck mal da. Da leuchtet doch eine Lampe. Das hat doch sicherlich was zu sagen. Ah. Alter. Das übertreibt man nicht. Manu! Ja, warte, krieg's jetzt. Oh. Okay, das war für beide nicht gut. Ja, das ist eine kleine Elektro-Tiefenmassage, ne? Okay, ich verstehe das Prinzip dahinter. Ich verstehe es. Ich verstehe jetzt. Und wir schwingen uns hinten und wir schwingen uns vorn. Ich schwinge hin und her und bekomme ein Horn. Sprint, Sprint, kleiner Mann, Sprint. Oh. Da hat schon sehr laut geblubbert. Und hepp. Komm schon. Lass dich nicht unterkriegen, Bengel. Schieb doch. Schieb doch dieses Ding einfach. Warum schiebst du denn nicht? Alter. Okay, ich glaube, wir haben ihn zumindest kurzfristig betäubt. Jetzt riecht sie auf einmal nach Toastbrot. Ah, sehr schön. Eigentlich sucht der Junge nach Schnaps, deswegen macht er die Flaschen immer auf. Und dann ist er traurig, dass er nur einen Zettel findet. Mir wurde ja empfohlen,
Es gibt wohl auch noch ein Very Little Nightmares, was man spielen kann. Oh, Ratten und Hände. Moment mal, ich bin wieder rausgeflutscht. Ach so, I gucke do. Ich kenne dieses Kind noch. Ich kenne diesen Anfang noch. Da fängt Little Nightmares an. No. Errungenschaft freigeschaltet, beinahe. Es ist irgendwie nur ein Kind entkommen und das hat einen gelben Bademantel. Was will uns das sagen? Au. Au. Die Wichtelboys. Mir ist schwindelig. Okay, krass. Cool. Leute, wir starten auf dem Kohlehaufen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Episode. Das passt hier gerade perfekt und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch allen einen gruselfreien und vor allen Dingen erfolgreichen schönen Tag. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und tschaußen.